Was erzählen zum heutigen Spiel und begrüßen Sie recht herzlich im Stadion Frank Buschmann und Manni Breuk. Wie ist deine aktuelle Beurteilung zum FC Schalke 04? Bisher läuft diese Saison exakt nach Plan. Die Resultate stimmen, sie liegen gut im Rennen und auch die Teilnahme am Champions Cup scheint realistisch. Allerdings noch Vorsicht mit großen Prognosen. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Spielzeit hinter uns. Jetzt mittendrin in der Spielzeit und dieser Mann hat 7 Tore geschossen. Er ist also einer, der seiner Mannschaft heute zum Sieg verhelfen könnte. Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Jones. Jetzt könnte es gefährlich werden. Es muss Einwurf geben. Und nun Jefferson Fafan. Klasse zum Spiel. Jetzt ist er ganz frei durch. Komm, wie er das macht. Und? Zweikampf um den Ballbesitz. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Tja, die Flanke geht ins Leere. Da freut sich der Trainer. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Da wird der Ball abgefälscht und gewinnt. Stark gemacht. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Und wenn sie so weiterspielen und dann auch noch die Chancen verwerten, ja dann... Matip. Jones. Doch mal angezogen. Und? Er hat ihn abgelehnt, aber nicht festgehalten. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Und nun Jefferson Fafan. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die... 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen. Also, die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf Unentschieden.
Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Alex Meyer. Der gegnerische Angriff unterbunden. Guter Pass. Ja, da kommt was auf uns zu. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Das war gar nichts. Firmin Schwegler. Und der spielt ab auf die Außenposition. Ein wunderschönes Zuspiel. Der Kopfball. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Unsicher wirkt das Ganze, aber er hat den Ball sofort verarbeitet. Das war der Pfosten. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier nochmal im Glück, abseits. So, und jetzt kontrollieren wir das nochmal. Eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Aber der Assistent hat immer recht, der hat die Fahne. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt. Luis Holtby. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Das ist die Entscheidung. Das muss die Entscheidung sein. In allerletzter Sekunde fällt hier noch der Treffer. Schalke jetzt vor. Und das macht er richtig gut. Gut gegrätscht, da kann man nicht meckern. Jetzt spiel nach vorne bitte. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Köhler. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und da ist die Fahne oben. Oh, ich glaube, das war aber ganz knapp. Ja, da liegt der Assistent genau richtig. Wir schauen noch mal hin. Damit ist das Endergebnis klar. 1:0. Was für eine Mauertruppe. Und dann gewinnen die das Ding auch noch. Ja, frei nach dem Motto, die Null muss stehen. Nicht schön, aber erfolgreich.